Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Echo. Ja. Ups. Nein, das wollte ich nicht. So. Nö, nö, nö. Kleines Timerchen. So, Put Mortared Stone. Ja, hier sind wir fertig. Kann ich wieder zurückputten. Den Mortared Stone. Martha Stone wird wieder hier rein. Gelinkt in das Steinmetzlager. Eigentlich kann ich das auch in Steinlager tun, aber hier ist eh alles mittlerweile so unaufgeräumt und so durcheinander. Ich glaube, das ist ich. So, das hier gefällt mir nicht. Achso, ich sollte auch das neue, ja, sollte ich wieder hinschmeißen. Und ich wollte doch nochmal eins machen. Ein Stockpile. Habe ich auch vergessen. So, meinen Wagen, den kann ich, glaube ich, mal nach hinten schieben. Den brauchen wir hier erstmal nicht mehr, denn wir haben ja jetzt... Wir haben fertig. So, und die Eisenerzlager, die werden ja jetzt auch leer. Aber wegräumen will ich die nicht unbedingt, denn... So, das ist eine Tortur hier mit dem Wagen. Denn wir werden ja wieder Eisenerz finden, von dem her. So, Abfallstorage. Gehe ich mal hier hin. Und ziehe ich den Kack hier mal da runter. Das verlinke ich auch mal. Also das packt jetzt auch schon wieder hier rein, oder? Oder wie sehe ich das? Ja, natürlich packt es hier rein. So was Dämliches. Okay, also das mache ich dann, wenn alles fertig geschmort ist da oben. Beziehungsweise ich könnte dem auch mal sagen, dass er nur in Abfall reinhalten darf. Dazu müsste ich mal kurz hier hin, wo es laut ist. Achtung, mal ganz kurz die Ohren zuhalten. Storage. Da nicht. Achso, doch. Aber da nicht. Ah nein, die Kohle braucht auch. Stimmt, aber das kommt hier hin. Ja, ich glaube, im Endeffekt ist es egal. Man packt hier alles überall rein. Aber ich kann schon mal anfangen, Bleche zu machen. Mache ich die denn hier? Nein, die mache ich nicht hier. Nein. Wo mache ich die Bleche? Mache ich die hier? Nein. Mache ich die hier? Nein. Hier doch aber auch nicht. Nein. Wo mache ich denn die Bleche? So, mache ich die auch hier. Ach, hier ist die. Okay, gut, die mache ich auch hier. Also, wir brauchen viel Stil. Weiß gar nicht mehr wie viel. Ich mache mal 50. So. Okay, jetzt hört der Lärm auf. Ah, ich könnte ja hier gucken, wie viel ich noch brauche. 45, naja, da war ich ja gar nicht so schlecht. Dann haben wir noch ein paar zur Reserve. Ich mache mal hier die Tür wieder zu. Ah, ja, diese Ruhe. Oh, wie in einem schönen Tesla. So. Okidoki. Lass mal schauen. Lass mal schauen, lass mal schauen. Wir brauchen noch ein Stockpile. Stockpile gibt es hier, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Wieder gibt es einen Small Stockpile und einen Stockpile. Wo ist der Unterschied? 3x3 Areas. Fünf mal fünf. 3x3 hört sich irgendwie cool an. 5x1.
Was fehlt da? Holz. Und hier? Ach, das gleiche, okay. 5 und das kriegt 10 Stämme. Einfach Stämme, oder wie? Und wir sind hier nicht mehr im Holzlager verbunden, oder wie? Doch, aber ich habe keine einzelnen Stämme mehr. Ich habe alles in Hornlocks umfunktioniert. Ich würde nämlich mal so ein kleines Stockpile machen. Und zwar für hier, dass wir hier drin 3x3. Wir hätten hier 1, 2, 3 hätten wir auf jeden Fall. Dann könnten wir hier ein kleines Stockpile reinmachen. Und wir bräuchten dieses große hier nicht. Aber das lasse ich trotzdem mal da. Denn ich weiß nicht, was wir da alles produzieren werden. So, aber das heißt, ich brauche einen Baum. Hilfe, Todesruckel ohne Gnade. Ach übrigens, mich hat's nach der Aufnahme, zum Glück nach der Aufnahme, hat's mich mal fett aus dem Spiel rausgehauen. Mit 2 Fehlermeldungen, das hatte ich so auch noch nicht. Also entweder ist da das Windows-Update dran schuld, oder das Spiel selber. Ich weiß es nicht. Aber dieser Baum hier, der ist schon schön, den würde ich schon gern da lassen. Ach komm, ich gehe woanders hin zu Bäume fällen. Muss ja nicht sein, dass wir hier direkt vor unserer Bude die Bäume wegräumen. Da können wir auch hier ein bisschen weiter drüben. Hier an dem schönen Wasserfall. Er ist trotzdem noch ziemlich nah. Na gut, dann nehme ich mal den hier weg. Nur wohin? Ja, in die Richtung. Würde ich mal behaupten. Viermal. Jetzt sagen wir Timmy. Timmer! So, den mache ich auch gleich mit weg. Den brauchen wir nicht. Der ist nur im Weg. Auch für neue Bäume. Flup. Haben wir da Dinger gekriegt? Nein. Schade. Kein Saatgut. Aber meine anderen Bäume, die wachsen auch nur spärlich. Aber das liegt daran, dass der Server nicht weiterläuft. Und ich will den Rechner ungern über Nacht anlassen. Ja. Kann ich das hier weghacken? Hack, hack! Nein, nicht. Also ich lasse den Rechner sowieso die ganze Zeit über Nacht an. Der muss ja rendern und so, aber auch noch nur wegen dem Server anlassen. Sprich, ich müsste auch noch im Spiel drin bleiben. Ja, nein. Ich nehme ja immer abwechselnd auf. Eine Runde Echo, dann eine Runde Dino. Jurassic World. Uch, jetzt habe ich gerade hier aufgestoßen von meiner Spezi. Und ja, dann müsste ich das Spiel selbst während Jurassic World nebenher noch laufen lassen. Und 2 Spiele. Das packte meine Kiste dann doch nicht. Es ist schon wieder dunkel, sag mal. Ich habe doch Tag gesagt. Was soll denn das? Nein. So. Nein. Nein. So. Und dann. So. Ah. Ich will nicht bei Nacht arbeiten. Und ja, wie gesagt, ich wollte das ja. Ich habe es mir extra hier aufgeschrieben, dass ich nach diesem Tag-Nacht-Zyklus schaue. Aber, habe ich nicht gefunden. Ging nicht. Keine Ahnung warum. So, einmal und zweimal. So, dann haben wir noch 5 auf der Tasche. Die kann ich theoretisch... Ja. Die kann ich hier ins Storage reinpacken. Da ist es. Gut. So. Klick. Zeig mal, wo packst du denn die hin? 2 Minuten dauert das. Ist das das Kleine? Ja, das ist das Kleine. Da bin ich mal gespannt. Das werde ich dann gleich mal errichten. Eben. In der...
wie habe ich es genannt? In der Klarsicht, nein, in der in der Glasfabrik. Gläsernen Fabrik, in der gläsernen Fabrik, sowas. Ja, da ist mir hingepackt in die Blutruhe. Okay. Ich habe ja hier Pulpe. Das will ich gar nicht haben. Na komm, auch Mensch. Dies alles immer erst aufs zweite Mal reagiert, das ist furchtbar. Hier. Da haben wir schon ein bisschen was drin. So, okidoki. Dann geht's mal hier rein und dann wollen wir doch mal gucken. Ach, süß. 3x3. Das ist ja echt putzig. Und sollte hier hingehen. Ja klar, jetzt habe ich es natürlich so hingestellt, dass man hier... Obwohl, so kriege ich hier noch eine Kiste. Aber wir brauchen ja keine Kiste, wenn wir hier ein Ding haben. Ein Stockpile, denn da gehen ja auch, haben wir gesehen, kleine Sachen rein. So, hier geht's hin. Woanders nicht. Okay, 3x3, cool. Gute Sache. Gefällt mir. Haben wir schon Steel fertig? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich schau mal ganz kurz eben, haltet euch wieder die Ohren zu. Ah, wir sind schon an der Steelproduktion dran. 100 Eisen, sehr schön. Wo kommen die Bleche her? Hat er noch gar keins fertig? Oh, hat er doch schon. Wo sind die? Wo hat er die hingepackt? Ach, oder nimmt die sich? Moment. Das ist leid. Ah, der nimmt die sich gleich. Okay, und packt dann hier schon die fertigen. Ja, wunderbar. Die fertigen Fenster schon rein. Sehr schön. Ach, und dann hält er immer an, bis da wieder eins fertig ist. Dann macht er wieder ein Fenster. Okay, gut. Das ist aber ziemlich praktisch so, wenn der eine auf den anderen wartet und dann da so ein bisschen weitermacht. Sehr schön. So. Achso, meinen Hammer brauche ich. Was? Sehe ich hier richtig? Wir können hier eine Treppe mit Glasstufen machen? What the fuck? Wie geil ist das denn? Warum sagt mir das denn niemand? Und ein Glasdach? Ging das schon immer? Ein Glasdach? Ja, okay, nee, das würde, glaube ich, komisch aussehen. Alter. Ist das geil. Und so ist einfach hier normales Glas. So plump. Krank. Hey, das ist doch neu, das kann doch nicht sein. Das war doch vorher nicht so, das hätte ich doch gemerkt. Wie krank, ein Glaswürfel. Plump. Und wie ist es mit dieser Säule? Das hier ist Fenster. Das ist Treppe. Wie geil die Treppe aussieht. Moment mal, das ist Wand. Und das ist Fenster. Gibt es da einen Unterschied? Ich hoffe nicht. Hier, krasse Glassäule. Alter, wie geil. Ha! Ist das verrückt. Na, jetzt lass mich doch mal da drauf hüpfen, Mann. Tschüss! Ha! Coole Sache. Aber hä? Das war doch so nicht. Das wüsste ich doch. Ist ja krank. Hier voll so ein Glaswürfel. Ha! Das macht mich jetzt echt fertig.
Ich habe dann aber gerade gesehen, dass ich vielleicht zuerst mal hochgehe. Aber ich könnte hier die Treppen, könnte ich aus Glas machen, sag mal. Okay, der Bison ist wieder hier am... Und hier dieses Glas. Ah ne, das habe ich glaube ich ausprobiert. Das war ja nicht gut. Er ist ja verrückt. Flump. 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 Und flump. So, dann hätten wir die hier alle. Dann machen wir hier... Achso, schon alles verbaut. Schade. So, aber jetzt, muss ich die wegstellen. Das will ich echt jetzt mal ausprobieren hier. Ich meine, gut, dann müssen die dahinter auch weg. Sonst sieht's doof aus. Boah. Glastreppe, wie geil. Das war doch früher nicht so. Achso, jetzt ist voll. Ja, ist ja klar. So, die Steinfenster, die haben wir ja auch schon mal gesehen. Irgendwo habe ich die, glaube ich, mal ausprobiert. Die waren nicht schön. Das kommt dann hier quasi wieder zurück. Sind da... Ja, da sind schon wieder neue. Sehr schön. Oh, 5 Stück. Perfekt. Reicht zwar überhaupt nicht ansatzweise für eine Treppe, aber ja, die ersten... paar Stufen können wir damit eventuell schon hinkriegen. Also geht so nicht, weil ja. Das heißt, Treppe. Treppe rotieren. Din. Und dann kommt die hier quasi so hin. Und die nächste dann quasi hier so. Und die nächste dann quasi hier so. Aber das geht dann schon nicht mehr. Doch, geht. Ist das cool. Boah, das sieht ja voll nice aus. Halt, fast der falsche weggeklopft. Und hier so viel Platz. Geil. Okay, ich habe meine Wunschtreppen gefunden. Endcoole Sache. Das heißt, wir werden noch sehr viel mehr Glas brauchen. Sind denn noch in der Mache? Noch 22. Nein, noch 26. Es fehlen noch 26 Stahl. Und erst dann geht's hier weiter. Und dann geht's hier weiter, genau. So, und wie sieht's hier aus? Okay, hat die Hälfte ungefähr. Eine Glastür wäre cool. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Hier ist noch eins, das nehme ich mir auch noch mit. Flump, und dann sind es wieder 3. So. Alter, das mit der Treppe ist echt cool. So was Cooles. Zack, und wir sind oben. So, und jetzt können wir hier theoretisch so einen Glaswürfel hinsetzen noch. Alter Schwede. Ist das cool. Was eine geile Treppe. Hör, voll die coole Glastreppe. Tick, 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 tick. Also, das sieht echt cool aus. Respekt. Das ging früher nicht, das kannst du mir nicht erzählen. Das hätte ich gemerkt. Und das sieht auch ziemlich cool aus hier, die Glaselemente drin. Gut, wunderbar. Dann können wir hier nämlich die Tür zumachen. Und dann brauche ich halt hier noch sehr, sehr viel mehr Glas. Auf das wir dann jetzt halt wohl oder übel warten müssen. Was gibt's denn hier noch so zum Researchen? Oh, ich könnte mal gucken. Bevor wir hier alles eingezäunt haben, was kann denn dieses Ding schon? Kann denn das schon was?
den Zement killen. Dazu brauchen wir Iron Piston, Gearbox und Iron Bar. Electric Machinist Table, den würde ich auch hier am liebsten zuerst mal reinstellen. Denn den Zement killen, der kommt dann wieder eher Richtung Steinmetz-Dingens. Electric Machinist Table. So, Iron Plate haben wir ja. Aber haben wir da 4 Stück davon? 2 Gears und 4 Steel. 4 Iron Plate, 4 Steel. Und 2. Und 2 Gear. 2 Gear. Wir haben hier, glaube ich, keinen Zugriff. Oh, doch, wir haben sogar ein bisschen Zugriff. Aber, ja, nur auf irgendwelche Truhen. So, das heißt, ich muss maschinell bzw. manuell auf die Suche gehen nach diesen Dingen. Die habe ich alle hier drin irgendwo. Genau. Oh nein, wir haben nur 2 Iron Plate. Aber wir haben 5 Gear, da brauchen wir nur 2 davon, glaube ich. So, 2 Gears. Und so Plates, oder? Iron Piston? War es auch der Piston? Ich glaube, es war Steel Plate, oder? Und wo macht man denn diese Iron Plate? Also die Iron... Die Steel Plate, oder Iron... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Das eine. Nicht das andere, sondern das eine. Hier? Gearbox, Heatsink. Iron Plate, genau. 1, 2, 3, machen wir 2 Stück. Okay, sind in der Mache. Und hier kann ich nur komplette Portable Steam Engine, Screw Press haben wir ja schon, Schaber haben wir auch schon. Und einen Steam Engine, einen kompletten. Können wir theoretisch alles schon bauen. Aber jetzt müsste ich 2 Steels abgreifen. Kann ich das hier pausieren? Nein. Ja, das holt sich hier natürlich immer zuerst den Stahl raus. Plump. So, machen wir es mal so. Denn ich will zuerst mal das andere fertig haben. Oh, sind wir schon wieder so weit? Oha. Ja. Gut, nee, ich will auf jeden Fall zuerst mal diesen Electric Table. Dann haben wir was zu gucken und vielleicht können wir da auch schon was machen. Deswegen will ich den eigentlich gern zuerst fertig haben. So, da haben wir noch ein Ziel. Nehme ich mal schon mal mit. Und hier haben wir... Nein, aber hier. Wo wurde es hingestored? Hier. So, zack. Das letzte gibt es mir auch mal schnell mit. Komm. Da wird es platt gepresst. Ach, eine Schraubenpresse. Also nicht eine Presse für Schrauben, sondern eine Presse, die hier runterschraubt. Ja, da haben wir es. Wunderbar. So, haben wir da schon ein zweites Steel fertig? Jawohl. Aber da brauchen wir, glaube ich, 4 davon, ne? Wir werden sehen. Wo muss ich hin? Da raus. So, ich... Ich order den mal. Oh, da tut sich was. Boah, cool. Und jetzt? Wo geht's los? Hier kommt was raus. Dann kommt da was drauf, dann fällt's darüber. Dann kommt noch was drauf und dann kommt's hier rein.
So, und was passiert hier drin damit? Huch, jetzt habe ich es gar nicht gesehen. Da war es da drüben, dann war es da, dann war es hier, dann da und dann flump, verschwindet es hier drin. Auch interessant. Naja, egal. Vor allem geräuschlos. Arbeitet komplett geräuschlos, so eine Fabrik. So, immer noch zwei Stück missing. So, und die, meine Freunde, die holen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Echo. Und bis dahin würde ich sagen, macht's mir gut. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Time to Play. So, hier bei Echo. Bis dahin. Tschüss.